Willkommen zurück, liebe Leute, bei Kitty Powers Matchmaker. Ich habe das immer falsch interpretiert. So wie ich das Spiel spiele, ist es definitiv kein Matchmaker, sondern ein Matchmaker. Ja, wir machen hier offensichtlich sehr, sehr viel Dreck. Irgendwie will ich nicht richtig vernünftig hier die Leute zusammenbringen, wobei wir ja eigentlich das letzte Mal alles richtig gemacht haben mit Clayton Danglewright. Der hat uns nämlich auch hier was geschrieben. Na, es hat erst beim zweiten Treffen gefunzt, aber gut, immerhin haben wir jemanden für ihn gefunden, oder? Liebster Toffi, Katie und ich sind immer noch in einer Beziehung und wir sind jetzt zusammengezogen. Wir begeistern uns beide so sehr für Softwaretechnik und ich liebe Katie einfach so sehr, dass ich keine Einwände habe gegen ihre Passion für Renntage. Was sind denn Renntage? Tage, in denen man irgendwie wegrennt oder was? Hä? Renntage? Renneritis, so nennt man das auch gerne mal von wegen, wenn man Durchfall hat. Also sie hat eine Passion für Durchfalltage. Ja, jedem das Seine, ne, wenn sie darauf steht. Guten Rutsch wünsche ich. Ich habe ihr ein oder zwei Notlügen untergeschoben, aber der Zweck heiligt am Ende einfach die Mittel. Wir sind wirklich verliebt und unser Alltag könnte nicht rosiger sein. Mit besten Grüßen, Clayton und Katie. Oh, das ist doch schön. Dadurch werde ich auch wieder ein bisschen besser gerankt, aber immer noch nicht gut genug. Ihr seht, ich bin nur im grünen Bereich. Ich muss in den rosa Bereich kommen. Und wenn ich dann da drin bin, dann bin ich happy. Dann können wir das Let's Play getrost zu Ende bringen. Also sagen, dann ist Feierabend, oder? Ich habe im Shop übrigens etwas gekauft das letzte Mal. Und zwar habe ich jetzt das italienische Restaurant, das wir heute gerne mal testen können, freigeschalten. Und da starten wir jetzt mal mit durch, oder? Kitty, was sagst du dazu? Willst du auch italienisch essen gehen? Hä? Pasta? Pizza? Und das Ganze mit ihm hier, oder? Ich denke, er ist schon lang genug in unserer Agentur. Beziehungsweise, ich will jetzt endlich mal ins Gym. Ich kann da nicht hin, da steht WLAN-Ort. Ich kann da nicht hin. Ich will da hin. Oder kommt die aus dem Gym, oder kommt die aus dem Gym? Ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt ihn hier. Wie spricht denn der? Ich heiße Marcel, ich bin Barstar und suche nach einer Frau. Okay, Marcel, ne? Also, ich bin der Marcel, ne? Ich krieg irgendwie die Zähne nicht auseinander. Ich habe damals eine Zahnspange gehabt, aber ich habe die nicht regelmäßig getragen. Deswegen ist mein Kiefer jetzt einfach ein bisschen komisch. Und deswegen spreche ich auch ein bisschen komisch. Aber es soll ja nicht so schlimm sein. Zum Knutschen reicht's. Ich bin Barista und suche noch eine Frau. Meine Interessen sind Filmpremieren, Brettspiele und Tagessendungen. Tagessendungen? Sowas wie Berlin Tag und Nacht, oder wie? Und dann Filmpremieren. Berlin Tag und Nacht, der Film? Finde ich nicht vernünftig. Lass mal's lieber, oder? Und Brettspiele? Berlin Tag und Nacht, das Brettspiel? Und ich liebe blaue Augen und blonde Haare. Ich denke, ich bin eher feurig. Naja, so siehst du auch aus, ja? Wie so eine Wildkatze. Wenn die Brille erstmal ab ist, Alter. Weißt du, mit Brille traut er sich nicht so viel. Könnte ja kaputt gehen, die Brille. Aber dann, wenn sie runter ist, Alter. Da geht's drunter und drüber. Das Kamasutra einmal durch. Kannst du mir dabei helfen, meine Seelenverwandte zu finden? Ja, Mr. Winkeldiener. Ich denke mal, wir können es versuchen. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Toilettenfrau. Die hatten wir doch schon mal versucht zu verkuppeln mit jemand anderem. Warte mal, wir gehen jetzt... Hier stimmt zumindest mal die Augenfarbe, was ihrerseits angeht. Da stimmt nichts, da stimmt auch nichts. Hier stimmt seine Haarfarbe, aber die können wir ja ändern. Darauf sollten wir das jetzt nicht ausmachen. Aber das sind ja alles... Das sind halt alles Leute, die aus dem Fitnessstudio kommen, ne? Hier die, Dreisprung, Fallschirmspringen, kitschige Popmusik. I'm a genie in a bottle, baby. Rudern gehen? Nee, das sind Bodybuilding, das sind alles Dreisprung hier, Gesellschaftstänze, Promi-Klatsch. Oh, wobei Promi-Klatsch und Filmpremieren, Tagessendungen könnten schon so ein bisschen dazukommen. Aber ich tatsächlich würde ich als am ehesten sie sagen, ne? Alles andere passt irgendwie nicht. Also die Sportlichen und die Geeks, ich weiß ja nicht. Wenn
Gut, man kann ja einen Flickflack machen, während man einen Comic liest, oder? Probieren wir es einfach mal mit Ada. Und wir gehen natürlich italienisch essen, ne? Und das ist Mittel, also das wird echt schwer, Leute. So. Das müsste italienisch sein. Ja, sehr gut. Marios Mansion. So, seine Haarfarbe müssen wir allerdings noch ändern, denn sie mag gerne dunkle Haare oder dunklere, so leicht bräunlich, ne? Das da war's, ne? Oder? Kann man das nochmal sehen? Warte mal ganz kurz. Ich will nochmal zurück. Das konnte man doch irgendwie sehen, oder? Irgendwie... nein, ich will... Hä? Okay, komm, wir nehmen es jetzt einfach. So, jetzt passt's, oder? Ja, jetzt passt's. Okay, also vom Aussehen her sehen wir genau nach ihrem Geschmack aus. Das ist schon mal super. Und, ja, wir müssen ja nicht reden. Wir müssen ja nicht reden. Wir sehen einfach hübsch aus. Komm. Outfits ändern wir nicht. Haben sowieso kein Geld mehr. Ich habe meinen letzten Groschen dafür verwendet, um ihn ihr irgendwie an die Frau zu bringen. So, Mario. Ich mag dieses Restaurant. Hallo, bist du Ada? Ja, du bist Marcel, richtig? Schön, dich kennenzulernen. Du bist voll pünktlich, ey. Oh, das ist so gut. Ja, ich lasse Menschen nicht gern warten. Aber oh, das Restaurant ist auch ziemlich protzig, du. Ich weiß nicht, ob ich genug Geld dabei habe. Sonst musst du halt bezahlen. Ja, ich habe aber auch kein Geld dabei, ne? Oh, das ist aber scheiße. Nee, deine blauen Augen erfüllen mich mit Leben. Danke, das ist aber wundervoll von dir. Alter, guck mal, wie viel Liebe hier strotzt. Die verschwinden gleich unterm Tisch. Und ich stehe auch total auf deine dunkelbraunen Haare. Oh, die Komplimente kommen üppig und schnell. Üppig und schnell, ne? Wie die Gressini, die hier auf dem Tisch sind. Die kann man übrigens zum Essen benutzen oder unterm Tisch, wenn man da andere Sachen macht, auch für andere Dinge. Zum Füße kratzen. Guten Abend, möchten Sie bestellen? Ja, bitte. Was darf's sein? Etwas Heißes mit Fisch wäre toll. Ach ja, und ich finde Pilze auch nur bäh. Was Heißes mit Fisch, aber ohne Pilze. Also Pizza Marinara, das klingt eher wie eine Pizza mit Soße. Ich denke, das ist nicht. Calamari Fritti, das ist auf jeden Fall Fisch in heiß, oder? Pollo alla Messinese. Messinese heißt bestimmt Pilze, oder? Ravioli di Manzo? Nee. Tagliatelle Carbonara. Carbonara ist Fleisch. Das ist ja hier mit Speck. Also ich glaube am ehesten noch die Calamari, oder? Wir haben kein Geld, um zu cheaten. Wir müssen das nehmen. Zweimal Calamari Fritti, bitte. Das ist die Spezialität des Chefkochs. Oh, das ist toll. Calamari, die sind rund. Genauso wie deine Brille. Das ist toll. Die ist sehr, sehr leicht im Kopf. Ja, oder? So, lass uns erstmal ein bisschen quatschen. Aber nicht mehr über Calamari. Über was Tolles, okay? Über das Feuer. Nee, über Frisur. Da können wir nichts falsch machen. Sie hat ja uns eh schon gelobt wie nix. Aber sie könnte es ein bisschen komisch auffassen, dass er jetzt schon wieder nach den Haaren fragt. Und nachdem sie halt schon 50.000 Komplimente genannt hat, ne? Wie gefällt dir meine Frisur? Ja, sieht tatsächlich ein wenig speziell aus. Danke. Habe ich selber geschnitten. Dann sieht es wirklich ziemlich speziell aus. Was hältst du denn von meinen Haaren? Was, langweilig? Was bist denn du für einer? Wieso sind ihre Haare langweilig? Ja, Alter, die sind lila. Wer hat denn lila Haare? Und seit wann sind lila Haare langweilig? So, da verschlug ich mich sogar glatt vor Erstaunen. Lüg mal. Oh Gott, nein, 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 nein. Schnell, nein, nein. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, 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 nein. Ey, nur, das war nur ein Stückchen. Och, was ist denn los? Aber sie liebt ihn doch, dachte ich. Das Essen ist angerichtet. Ein Fehler können wir uns erlauben, ne?
So, die Interessen oder die Kleidung? Eigentlich sind die beiden Interessen ja ziemlich identisch, oder? Bei den beiden. Wenn beides Geeks, da finden wir bestimmt ein tolles Thema, über das wir reden können. Ich habe gehört, dass du Interesse hast an Fantasieprinzessinnen war es, ne? Fantasieprinzessinnen. Ja, Fantasieprinzessinnen, da stehe ich voll drauf. Was für eine ablenkende Ablenkung. Ja, der Gesichtsausdruck stimmt auf jeden Fall, Kitty. Fantasieprinzessinnen halte ich jetzt auch nicht gerade für das tollste Thema. So Polly Pocket oder was? Kennt das noch jemand? Das klingt wirklich aufregend. Ja, das ist mega. Also was machst du so für den Kick? Filmpremieren. Ich denke, da kann man nichts falsch machen, oder? Ich interessiere mich wirklich für Filmpremieren. Oh, das Ding klingt verdammt gut. Ich war noch nie auf einer Premiere. Ich werde nie eingeladen, weil meine Haare zu reflektierend sind für die Kameras. Das ist aber nett von dir. Meine Klamotten sitzen nicht richtig. Ich bin gleich wieder da. Okay. Merkt euch ein Ohrring an der am linken Ohr. Eine schwarze Brille, lila Haare, Lippenstift, Make-up, was weiß ich. Und irgendwie was Schwarzes an. Okay. 5 Minuten später. Okay, sie hat was anderes angezogen. Fällt nicht auf, ne? Bin wieder da. Hast du mich vermisst? Lol. Ist alles in Ordnung? Styling-Notfall abgewendet. Was sagst du? Ja, das sieht man doch eindeutig, dass das hier klamottentechnisch geändert wurde. Aber guck mal, das ist genau das gleiche Oberteil, nur in einer anderen Farbe. Wie hat sie das gemacht? Es war vorher schwarz, jetzt ist es braun. Und sie war auf dem Klo, 5 Minuten lang. Ich lasse da eurer Fantasie freien Lauf, okay? Ich finde, du siehst wirklich großartig aus. Danke, weißt du, ich bin schon eine kleine Fashionista. Oh, B. Oh, ich krieg Geld. Da fliegt Geld rum. Was ist das für ein Restaurant? Da will ich auch essen gehen. Okay. Das Feuer, es lodert. Ach komm, das riskieren wir jetzt. Du nimmst ein Buch aus dem Regal eines Ladens und findest eine anzügliche Stelle. Würdest du eher das Buch angewidert zurückstellen oder das Buch kaufen und die Fortsetzung auch? Oh, sehr gute Frage. Ich würde sagen, das Buch kaufen und die Fortsetzung auch. Die sind beide feurig. Und du? Ich würde sagen, das Buch kaufen und die Fortsetzung. Oh. Oh, ich bebe vor Erwartung. Ja, also wenn sie jetzt nicht bumsen, dann weiß ich auch nicht. Du hast ja so recht. Zumindest haben sie etwas gemeinsam. Ja, was? Sextrieb oder was? Rufst du mir bitte ein Taxi? Mein Handy ist platt. Ja, heutzutage sind alle Handys ein bisschen platt, ne? Hier, Smartphones sind nicht mehr so dick wie früher. Sagt man das so? Handy ist platt? Mein Akku ist leer, oder? Handy ist platt. Natürlich. Bedienung, haben sie eine Taxinummer? In der Tat, sind sie bereit. Was? Merk die Nummer, die der Kellner dir geben wird und tippe sie dann auf dem Handy ab, wenn du bereit bist. Oh Gott, ich... 828-2475. 828-2475. 828-2475. 828-2475. Genau das ist sie. Vielen Dank für Ihren Besuch. Toll, danke. Ich helfe gerne. Ich glaube, es ist Zeit abzuhauen. Ja, vielleicht sollten wir gehen. Aber wie so ein Taxi. Ich dachte, sie kommt mit zu ihm. Ich mag sie wirklich. Ja, du darfst sie auch, ne? Ach, die hat bestimmt nichts dagegen. Hallo? Die ist genauso feurig wie du. Willst du die Sache ernster werden lassen? Ich bin vorher nicht verschossen. Hurra, es gibt kein schöneres Gefühl. Ja, ein schöneres Gefühl als Liebe gibt's schon. Aber es hält halt nicht lange an. Meistens nur ein paar Sekunden. Aber das Gefühl kann man immer und immer wieder haben. Je nachdem, wie oft man... Ne? Ja,
Jedenfalls haben wir wieder es geschafft, ein Paar zusammenzubringen. Ich bin stolz auf mich. Mal gucken, was das für meinen Ruf heißt. Die wahre Liebe. Und das auf Mittelstufe, ne? Möchte ich mal sagen. Und? Ich bin der Handlanger. Super. Und mein Ruf? Ich bin fabelhaft. Ich bin fabelhaft. Oh, das ist doch schön. Oh, super. Du bist ja ganz schön clever. Da du dir noch eine Beförderung verdient hast, können wir deinen Horizont erneut erweitern. Oh. Ein schöner Brunnen. Einige Kunden können sehr anspruchsvoll sein, Toffi, aber jetzt kannst du sie bezahlen, damit sie wenigstens den Mund halten. Gut gemacht, Kätzchen. Du hast die Fähigkeit freigeschalten, Kunden aus deiner Agentur zu schmeißen. Ja, das macht eine Agentur heutzutage aus, oder? Klienten wegzuwerfen. Setze sie ein, indem du einen unerwünschten Kunden auf den heißen Stuhl verfrachtest und dann den Rauswurfknopf verwendest, um ihm einen guten Flug zu wünschen. Das könnte interessant werden. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Hier, Shop. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal in den Salon. Ah, der Friseur. Aber dafür haben wir nicht genug Kohle. Das soll es jetzt aber tatsächlich erstmal gewesen sein. Das war vorerst die, zumindest planmäßig von mir, letzte voraufgenommene Folge von Kitty Powers Matchmaker. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr Folgen sehen wollt, dann dürft ihr gerne eine positive Bewertung da lassen und ich entscheide dann einfach, ob es mir persönlich Spaß genug gemacht hat, um weiterzumachen. Ich denke mal, man hat gemerkt, dass es mir Spaß gemacht hat. Und natürlich an den Bewertungen und den Aufrufen von euch entscheide ich, ob es das Ganze wert ist, noch weitergeführt zu werden. Aber das war vorerst vielleicht die letzte Folge von Kitty Powers. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem Projekt und vielleicht sehen wir uns ja hier bei einer nächsten Folge wieder. Ansonsten macht's gut, liebe Leute, und tschüss.